Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Marius Klemmbaustein Eisenbahn. So, wie ihr seht, ich habe mal ein bisschen aufgetischt. Jede Menge Loks, jede Menge Controller. Ich wollte ja versuchen, so viele Loks wie möglich auf einen Controller zu bekommen. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich habe das vorher getestet gehabt, also so wie es aussieht, gehen wirklich nur 5 Hubs pro Controller. Das heißt also, man braucht da nur nicht mal hinzugehen, da irgendwie einen Motor von A auf B umzuklemmen. Weil man ja halt nur 5 Hubs anschließen kann. So, man hat 5 Farben, also kann man alle auf A lassen und dann B für andere Anschlüsse benutzen. So, aber wir tun jetzt doch ein bisschen noch was testen. Ich werde jetzt erstmal ein paar Loks wieder auf einen Controller machen. Das heißt immer 5 Stück. Gut, ich habe jetzt 13 Loks hier stehen. Werden wir mal jetzt 2 Controller komplett belegen. Das sind also dann schon mal 10 Loks auf 2 Controllern. Ist ja besser wie gar nichts. So, fangen wir an. Von links. Das ist meine DB Cargo 232. Mit L-Motor. Ein Dreiachs-Drehgestell. Ja, da muss ich nachhelfen. Da geht schon los. Blinkt und will sich nicht verbinden. Aus. Stört ein bisschen, so sieht man besser. So, neuer Versuch. So, jetzt geht's. Ein Test. So, jawohl. Lok Nummer 2. Das ist meine Mack. DE1024 mit gleichem Antrieb. So, da gehen wir eine Farbe weiter auf Lila. Da sieht man es gleich schon. Das ist das Problem, was ich in dem vorherigen Video angesprochen hatte. Manchmal dreht der Hub am Rad. Aufgleisen. Warum das so ist, weiß der Geier. Fangen wir wieder von vorne an. So, Lok Nummer 1. Jawohl. Lok Nummer 2. Ich hoffe, sie tut diesmal ordentlich fahren. Schon wieder. Also wie ihr seht, das Power-Up ist manchmal ganz schön garstig zu einem. Warum das so ist, weiß vielleicht nur Lego selbst. So, dann werde ich die Loks mal andersrum aktivieren. Erst die Mack. So. Die schickt sich dann. So. Jawohl, schickt sich immer noch. Die schickt sich auch. Als ob es dem Hub nicht schmecken würde, wenn er nicht als erstes aktiviert wird. So. Das ist meine Bordeaux-farbene 218. Eine Farbe weiter auf grün. Jawohl. Da
Dann kommt die Blabege 218. So, jawohl. Geht auf Gelb. Jawohl. Geht auch. Dann meine Orientrote 218. Wollen die haben wir auch. So, was kommt nach Gelb? Da kommt Rot. So. Rot. So, wie ihr seht, habe ich jetzt alle Farben belegt. Funktioniert. Aber wenn ich jetzt probiere, eine weitere Lok. Aktivieren. Das geht nicht. Also behalten wir den Decoder mal hier hin. Decoder sage ich Controller. Der ist für die ersten 5. Dann nehmen wir den nächsten. Gucken. Fangen wir auch wieder bei Blau an. Umgedreht. Jawohl, die Baureihe 120 haben wir. Ja, die haben wir auch. Die geht dann auf Lila. Jo. Lok Nummer 7 ist aktiviert. Dann kommt der ICE. Grün passt. So, ist auch aktiviert. Dann kommt die SNCF 9200 Le Capitol. Jo. So, die schalten wir auf Gelb. Jo, haben wir auch. Der nächste. So, natürlich jetzt nicht wirklich, was er hat. Ich hole mal hier vorne hin. So, ist aktiviert. So, der muss dann auf Rot. Ja. Das ist mein ET65 von Andy F. Jawohl. Funktioniert auch. So, da war der Speicher leer vom Handy. Aber jetzt geht's weiter. So, wie gesagt, wir sind jetzt beim dritten Controller. Dann nehmen wir Lok 11 im Betrieb. So, jawohl. Die schalten wir auf Blau. Dann Lok 12. Geht auf Lila. So, testen. Jawohl, funktioniert. So, dann machen wir hier vorne bei denen weiter. Probieren wir die E70. Jetzt muss ich gucken, wie ich das gemacht habe. Jawohl, wir haben.
haben sie. Also auf grün. Jawohl, läuft. So, die hat Big Ben Brix-Achsen und Spezialkuppelstangen von Brix und Rail, die ich mir habe anfertigen lassen. Wie man sieht, die fährt absolut geschmeidig. So, und dann der, ich wollte Schienenbus sagen, das ist ja Schweineschnäuzchen. Dann das Schweineschnäuzchen. Jawohl. So, grün auf gelb. Jawohl. Dann meine Lok 34 von der Museumseisen, von dem Museumseisenmarkt Blosheim, der wo hier in der Nähe ist. So, haben wir auch. So, gelb auf rot. So, die spinnt wieder. So, neuer Versuch. Also ich weiß nicht, was das ist. So. Spinnt wieder. So, dann kann man den Hub zurücksetzen. Das zeige ich euch mal. Er ist jetzt aus. Mal gucken, ob es geht. Finger drauf lassen. Dieser lila blinkt. Dann sollte er zurückgesetzt sein. Und wenn wir Glück haben, macht er auch keine Faxen mehr. So. Länger drücken. So, verbunden. Mal wieder auf rot. Also. So. So, also, da haben wir einen Bug wieder drin. So, dann machen wir das andersrum. Schalten wir mal wieder aus. Dann fangen wir mit dem Hub zuerst an. Gerade warten, bis alle Loks aus sind. So, gut. Also. Dann haben wir den grätzlichen Hub zuerst. So. Läuft. So, der geht auf gelb. Läuft. So, der müsste sich dann auf der Farbe einloggen, wie man eben hatten. Tut er. Das ist das Gute an der Sache. Die haben so ein kleines Gedächtnis scheinbar an Bord. Wenn man dann einen Controller verbunden hatte, macht er das auch wieder. Dann braucht man normalerweise auch nur einmal drauf zu drücken. So wie ihr seht. Da ging es wieder mit einmal drücken. So. Die noch. Ja, bei der geht's auch. So, dann haben wir da noch das Krokodil. Lok Nummer 16. Die gerade auf den separaten Controller. Mag nicht. Probieren wir es gleich nochmal. So, nochmal.
Nein. Möchte sich nicht verbinden, obwohl es die erste auf dem Controller wäre. Dann tue ich jetzt einfach mal resetten. Mal gucken, ob es das bringt. Greifen wir uns auch gerade noch einen anderen Controller. Neuer Versuch. Jawohl, da haben wir sie. Also so wie das aussieht, können wir das jetzt noch so weiter treiben. Lok 17, 18, 19, 20 etc. Wer weiß, vielleicht für ein Video demnächst, dann kram ich noch mehr Loks raus. Aber ihr seht, das klappt doch eigentlich ganz gut, wenn man von den Hubs absieht, die da Stress machen, die wo dann als erstes verbunden werden wollen, scheinbar. So, wo sie nachher dann in der Farbreihenfolge sind, ist ja dann letztendlich egal. Hauptsache, sie sind als erstes verbunden worden. So, gehen wir nochmal alles durch. Also, Lok Nummer 1. Lok Nummer 2, 3, 4, 5. Da sieht man also die Kugellagerlok mit 8 Akkus. Das ist wirklich ein Monster. Selbst alleine bei Fahrstufe 1 schon. So, dann Lok 6, 7. 8, 9, 10, ah, der steht falsch rum. Dann 11, 12, 13. 14, 15 und auf dem vierten Controller das Krokodil. So, also wie man sieht, wenn man nur 5 Loks auf einen Controller macht, mehr geht scheinbar nicht, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich denke mal, auf einer Ausstellung, wenn man da, sage ich mal, 20 Loks aktiv hat mit 4 Controllern, ist eine überschaubare Menge. Wenn man die Farben weiß, geht das eigentlich ganz gut. So, und dann probieren wir jetzt noch was anderes. Ich tue mal gerade den Controller ausmachen. Jetzt gehen wir mit 12 Loks auf 12 Controller. Schauen wir mal, ob so viele Controller nebeneinander funktionieren. Ich hätte das gerne jetzt mit mehr Controllern probiert, aber ich habe leider nicht mehr Controller. Es sind ja schon einige. Wie man sieht, da blinkt es überall wild. So, gut. Alles aus. Legen wir los. Lauf Nummer 1. Nicht verbinden. Ach, ich liebe das. Warum auch immer geht es da nicht. Naja, Versuch. Ich hole mal den anderen Controller. Also dass die erste Lok sich gleich schon verbinden will, weil ich eigentlich so noch nicht gehabt. Doch jetzt
So, also Lok Nummer 1. Dahin. Da haben wir schon, das hat er sich mit dem falschen Controller verbunden. So, dann werden wir die immer vorher resetten. Dann sollte das funktionieren. So. Also warte mal kurz, bis er sich jetzt ganz deaktiviert hat. Und jetzt. Und neuer Versuch. Jawohl. Hat sich verbunden. Dann die nächste. Na, da haben wir schon wieder. So, da haben wir wieder einen Bug. Der Controller hat sich abgeschaltet und hat sich dann hier mit dem Controller verbunden. Na, sowas. Also, die Powered-Up-Geschichte kann einfach sein. Ist aber nicht so. Am besten geht man mit dem Hub so dicht wie möglich. Dann verbinden die sich eigentlich auch, wie sie sollen. Nein, hat er jetzt nicht gemacht. Hat sich wieder da verbunden. Also das ist nervig. Wenn die Fahrzeuge sich dann irgendwo hin verbinden, wo sie nicht sollen. Kann passieren. So. Jawohl. Jetzt haben wir so richtig. Also tun wir erst vorher resetten. Dann müsste das funktionieren. So, und los geht's. Jawohl. Ist verbunden. Dann die nächste. Auch resettet. So. Jawohl. Und das Coole an der Geschichte ist, da sind die Farben egal. Mal gucken. Direkt macht ohne Resetten. Jawohl. Ich lege mal die. So. Dann geht's weiter. Ja. Haben wir auch. Dann kommt der IC an die Reihe. Ja. Jetzt läuft's. Mal gucken, wie lange. Ja, haben wir auch.
So, da hat sie sich wieder abgeschaltet. Gut, läuft. Muss ich mal gucken. Alles klar. Ah, da. Der hat sich wieder der Fall verbunden. Gut, ich nehme mal gerade hier vorne hin. Kann ich besser gucken. So, dann tun wir einen Resetten. So, ist resettet. Ja. Gut. Stellen wir ihn wieder auf seinen Platz. Na. Jawohl, so. Und dann haben wir noch zwei. Und die letzte. Mehr Controller habe ich nicht da. So, die hat sich wieder falsch verbunden. Ausschalten. Ist aus. Einmal resetten. Und verbinden. Ja, so, also, wir haben jetzt, macht nichts, das hat sie nicht, okay, die fährt nicht. So, die laufen. Aber die erste gibt kein nix von sich. Tun wir die mal nochmal deaktivieren. Und tun sie neu aktivieren. Vielleicht macht sie dann was. So, neuer Versuch. So, jetzt haben wir sie wieder. Aber hat nicht. Ja, aber warum fährt sie nicht? Kann ich machen, was ich will? Fährt nicht. Okay, gut. Lassen wir das mal sein. Jetzt möchte ich euch da noch was zeigen. Also die Hubs, ich will mal gerade. Die haben jetzt alle unterschiedliche Farben. So. Aber wir gehen jetzt hin. Tun die Dame mal deaktivieren, holen wir einfach eine andere Lok.
Ich glaube ja nicht, dass das daran liegt, dass wir jetzt hier 10, 12 Controller aktiviert haben. Das wäre ja komisch, wenn es gerade ab 12 dann bei Analog immer funktioniert. Dann holen wir einfach ein Schweineschnäuzchen hier vorne. So, gut. Also Schweineschnäuzchen. Hat sich wieder falsch verbunden. Das ist das, also wie gesagt, die Controller verbinden, die Hubs verbinden sich dann lieber mit dem Controller, den sie vorher schon mal hatten. Da bringt dann wirklich nur ein Reset, dass ihm das dann schnurz ist. Das sind alle wieder Unbekannte. Dann sollte das auch funktionieren. Also, keine Ahnung, warum die Cargo-Dame keinen Bock mehr hat. Aber wie ihr seht, jetzt haben wir 12 Loks auf 12 Controllern. Und jetzt versuchen wir noch was. Und zwar werde ich jetzt alle auf eine und dieselbe Farbe stellen. Nehmen wir einfach mal grün. Hat grün, 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 grün und grün. So, also wie ihr seht, alle auf grün. 12 mal grün. Gleich eine Schnittlauchpartei. Ne, Quatsch. Und sie sollten trotzdem alle immer noch separat laufen. Also hier haben die Farben nur bei einem Controller selbst was zu sagen. Also pro Controller 5 Loks, mehr nicht. Hat die scheinbar wirklich noch nie probiert gehabt. Aber wie man sieht, wie man gesehen hat, es geht nicht. Aber es geht jede Menge verschiedene Controllern mit einer Lok verbunden. Auf einer Farbe. So, dann würde ich mal sagen, sind wir am Ende von dem Video angekommen. Ich hoffe, es war ein wenig informativ und ich habe nicht zu viel beim Herumprobieren die Loks verdeckt. Da muss ich mal noch irgendwie mal was anderes überlegen. Aber momentan geht es halt jetzt nur so. Ja, also das Fazit ist, man kann jede Menge machen. Wie ihr seht, 12 Controller nebenher, kein Thema, geht. Prolog 5 Controller, das wären also hier 60 Loks. Theoretisch, vielleicht würde es ja gehen. Man hat ja gesehen gehabt, ich hatte da ja jetzt ein paar Loks jeweils auf dem Controller gehabt. Das sollte sich dann so fortführen lassen, wenn man hier jetzt so viele auf einer Farbe nebeneinander laufen lassen kann. Denke ich mal, dass das dann von Controller zu Controller separiert ist. Ja, und wenn man jetzt mit einem PC-Programm arbeitet, wie das von Vince Vergonchin, der hat ja da eine Gruppe bei Facebook. Also das Programm habe ich ja selbst auf einer Ausstellung schon laufen gelassen mit dem IR
Empfänger, nicht Quatsch, nicht IR-Empfänger mit dem Farb- und Abstandssensor, genau. Da hat sich also ein wunderbarer Betrieb, Automatikbetrieb, abwickeln lassen. Und ich denke mal, über das Programm lassen sich da noch mehr Loks miteinander verbinden. Denn das arbeitet jetzt scheinbar anders wie hier das System. Die Controller und die Hubs, die tun sich alle separat einloggen, dann kann man das alles programmieren. Also ich könnte über das Programm hier die ganzen Logs auf einen Controller programmieren. Das würde gehen. Ja, also Power it up. Interessante Geschichte. Leider mit ein paar Bugs, wie man gesehen hat. Wenn da die Logs verrückt spielen, macht das dann nicht so Laune. Dann muss man halt hingehen, den Hub, der Hub, der verrückt spielt, als erstes aktivieren. Dann geht's. Solange dann jetzt noch ein weiterer Hub ist, der dann verrückt spielt, dann hat man wahrscheinlich ein Problem, wenn man die beiden miteinander verbinden will. Da bringt das Resetten auch nicht viel, wie man gesehen hat. Naja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, jetzt ist aber hier wirklich Ende mit dem Video. Wenn noch Fragen sind, in die Kommentare schreiben. Ich werde immer alles beantworten. Wenn ich mal wirklich auf eine Frage nicht antworte, war das keine Absicht, dann einfach bitte nochmal fragen oder auf einmal eine E-Mail-Adresse schreiben. Die sollte ja eigentlich bekannt sein. Und ja, dann bis zum nächsten Video und tschüss.